Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Little Hope. Ja, nachdem der erste Teil schon totaler Knaller war, ist auch dieses The Dark Pictures hoffentlich wieder sehr gut. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr auf dieses Spiel. Hier gibt es diesen Bonus, dass man direkt von Anfang an nicht alleine spielen muss, sondern zu zweit spielen kann, so wie es aussieht. Leider muss ich alleine spielen, aber ich bin trotzdem total aufgeregt. Wir starten einfach mal das Spiel. So, neue Story. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Kurs aktualisiert, okay.
James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie? Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Anthony, Haus der Kerr-Familie. In letzter Zeit ständig. Nein, wie kann ich denn... Hallo? Hä? Das ist er, aber das ist nicht das, was ich brauche, okay? Ach so, ich muss draufhalten. Ah, okay. Also die Steuerung ist ein bisschen anders. Aber ihm gönn ich's nicht. Der Kerl tut dir nicht gut. All das hippige Fasel. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ey, du Depp, passt du wohl auf die Platte auf? Komm schon, jetzt sei einmal kein Arsch und lass ihn in Ruhe. Okay, Mutter Oberin. Warum bist du immer auf ihrer Seite? Weil sie ein Mädchen ist. Scheiß Eis. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Hat fast die Haustür eingerannt. Ist er nicht super? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Heute ist er sogar noch nerviger als sonst immer. Was für ein Idiot. Sonst noch was Neues? Hey, Dennis. Hey. Nicht jetzt, Schwesterherz. Hey, spinn hier nicht so rum. Oh!
Himmel! Hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Na super. Die sind ja alle echt nett zu der Kleinen. So werden Psychos geboren. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Ja, wenigstens mal eine Vernünftige hier. So, halte RT gedrückt zum Aufheben von Objekten. Benutze R zum Untersuchen. Manche Interaktionen verraten dir Geheimnisse. Von dir entdeckte Geheimnisse werden im Bereich Sammlungen und Charaktere angezeigt. Okay, also RT müsste unten sein, ja. Also R2 dann. A im Rhythmus mit dem Herzschlag. Taste kann wechseln zu Y. Okay. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Schon okay. Tanya sieht gerade nach ihr. Wie könnten wir eine heile Familie sein? Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Was ist denn das für ein Vater? Benutze L zum Bewegen. Da möchte man einmal seinen Tee trinken und schon muss man sich hier bewegen. Okay, so, siehe nach Tanja. Dann machen wir das doch eben. Wenn ich mich denn irgendwie bewegen könnte. Okay, also ich kann vermutlich die Tür aufmachen. Frage ist, wollen wir nach draußen? Gesperrt, okay. Wie komme ich denn überhaupt noch hin? Verdammte Scheißuhr. Diese Vollidiot. Okay, ich gebe zu, ich habe mich gerade erschreckt. Was ist denn... Ah, Moment, ich kann was untersuchen. Zum Aufheben benutze R zum Untersuchen. So, Anwesenheit 1, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich Schulnoten oder so. Days absent, days tardy. Also Tage abwesend, Tage an, Tage zu spät, Tage anwesend. Okay. Kann man das irgendwie, doch kann man, Wow, Megan steckt tiefer in der Scheiße als gedacht. Ja, aber so richtig. Okay. Das in dem Alter ist schon heftig. Soll das hier eigentlich die ganze Zeit kochen oder kann man das, nee, kann man anscheinend nicht runternehmen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt da hochkomme. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal nichts. Kann man irgendwie laufen? Nee. Damit auch nicht. Oh, jetzt bin ich wieder bei den Geheimnissen. Da wollte ich nicht rein.
Da ist der Vater. Moment, da ist noch was. Ah, The New England Witch Trials. Okay. Hexen vom neuen England. Also Hexenprozesse. Darum geht es wohl auch. Habe ich mir nicht sagen lassen, sondern habe ich gelesen, dass es wohl um die Hexenprozesse von Salem geht, so wie ich das verstanden habe. Perfekte Ablenkung von den Irren hier. Ein Muss für alle, die sich für die im Jahr 1692 stattgefundenen Hexenprozesse von Salem interessieren. Schleier der Unschuld, okay. Okay, eigentlich sollte ich ja nach oben gehen, ich habe keine Ahnung. Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt! Es ist arschkalt! Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Scheiße. Wie schnell Mist. Fängt der Boden da bitte Megan, voll? Wo bist du? Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Und der Vater kriegt da nichts von mit, oder was? Der ist wieder in Suff eingeschlafen. Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Hilfe! Hey, Dad! Das ist ja richtig geile Foto. Hey, Dad! Ich krieg keine Luft! Hilfe! Junge, tu was! Ich helfe ihr erstmal, weil die Kleine hat ja den Brand gelegt. Ich weiß, das war jetzt nicht gut, aber sie war so ein kleiner Feuerteufel. Was soll ich tun? Geh zum Regenrohr und kletter runter! Wahrscheinlich wird das zusammenbrechen, aber versuch es trotzdem. Sonst bist du so schon tot. Dein Ernst jetzt?
Dann habe ich irgendwie an Final Destination. Was hast du getan? Mom! Bleib hier! Es ist zu spät! Hallo. Und willkommen zurück. Eine neue Geschichte erwartet Sie. Ganz anders als die letzte. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Hm? Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein. Sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich Sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie? Zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen.